So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespielt. Axe in Face heißt die heutige App. Und die habe ich mir auch wieder selber installiert, weil die mich geschaut hat und sah ganz gut aus. Zuschauen und lernen. Wirf die Axt, halte die Wikinger auf. Wir haben einen Typen. Weiter antippen, okay. Wir haben einen Typen, dessen Axt wir jedes Mal schleudern müssen und wir können sie sozusagen hier, na, wenn ich sie wieder habe, so hier, tschu, tschu, tschu. So, würde die Axt dann fliegen. Tschu. Und wir müssen immer versuchen, die Gegner zu töten, weißt du? Theoretisch können wir so machen. New, new, long shot. Also je weiter die natürlich fliegt, desto mehr Punkte gibt es dann halt. Multikill und... Tschu, 75 Punkte nochmal dazu. Wir haben jetzt 1800 Punkte erreicht. Und das ist, glaube ich, unser Missionsziel gewesen. Wunderbar. Tap. Cool. 10 Münzen bekommen. Geschafft. Abrufen, abrufen, abrufen. Ach, können wir alle drei aufmachen? Okay, wir haben 3 Kisten bekommen, weil wir die 3 Sterne gefüllt haben. Diese 3 Punktleisten unter unserem Ding. Und weiter. Also wir haben die Aufgabe hier mit der Axt präzise zu werfen und zu schauen, dass wir die Gegner wirklich töten. Und hier haben wir schon eine goldene Axt, wie ihr seht. Was haben wir hier unten? Eisenaxt, das Standardwerkzeug für sämtliche Wikinger-Lebenslagen. Rotbart. Kann man sich hier bessere kaufen? Eine Fratzenaxt. Werde jetzt Axt in Face... okay. Kann man sich theoretisch, wenn man Facebook-Fan ist. Rechtshänder-Axt. Diese gewöhnliche Rechtshänder-Axt wurde vom Wikinger-Magazin auf Platz 5 der beliebtesten Waffen gewählt. Nur keine Ahnung, was die wirklich bringen. Egal, wir machen mit der zweiten Mission weiter. Hier haben wir Aufgaben 1000 Punkte, 2000 Punkte, 3000 Punkte erreichen. Und wenn wir das haben, kriegen wir halt immer mehr Kisten. Und jetzt haben wir gerade einen von 6 Eimern. Ich glaube, einen Eimer brauchen wir immer für die Energie. Tschu! Achso, die Punkte muss ich währenddessen noch einsammeln. Ist ja interessant. Tschu, tschu, tschu! Mega, mega Kills auf jeden Fall. Punkte einsammeln ohne Ende. Oh Gott. Ah, wunderbar, der hat ihn noch getroffen, nice. Multikill, vielleicht sollten wir auch mal warten, bis die Gegner alle da sind, damit wir sie dann multikillen können. Na, nicht ganz, einer fehlt noch. Bam. Und wir haben wieder was bekommen und kriegen wieder ganz, ganz viele Goldcoins. Und hier nochmal mehr Goldcoins, 15 und 15. Haben wir also nochmal 30 bekommen, so wie ich das richtig... 15 und 15, ja, 30 Punkte. Nice. Cooles Spiel. Muss ich jetzt schon sagen. 85 Goldcoins haben wir. Was können wir damit machen? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, wir können erstmal bis hier hinten hinspielen. Und dann müssen wir mit dem Schiff über See. Hier gucken wir mal, sogar 2 Gegner, sogar welche Luftgegner. Das ist uncool. Alle 20 Minuten heilt sich oder generiert sich also eine Gießkanne, die wir brauchen. Tatsache, eine Gießkanne ist das. Zuschauen und lernen. Schnapp dir die Kräfte-Rune. Plus einen Blitz. Nutze die Kräfte. Okay, 3 Gegner werden getötet. Bam. 250 Punkte. Nice. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Tschu. Multikills. Nice. 2000. Erste Aufgabe erfüllt. Multikill und noch einmal Gegner töten, dann haben wir es geschafft. Ein Gegner noch, bam. 4000, okay. Was war da gerade? Ich habe es nicht gesehen. Bam. Okay, viele Kräftekugeln haben wir bekommen. 3 Stück. Schick, schick und schick. Das könnten wir theoretisch die Skills benutzen. Was haben wir da unten Schönes? Vernichte 75 Brocken. Ein Erfolg. Ich glaube, das war es gerade gewesen, was da stand. Vernichte 2500 Brocken. Vernichte 100, was? Vegetaner? Ne, Raketaner. Einen haben wir gerade erst besiegt dafür, damit. Vernichte 50 Schildinger. Vernichte 100 Holzköpfe, vernichte 15 Helminger und hier gibt es ganz, ganz viele bis... Oh, nice, hier ist noch was. Vernichte mit deinen Blitzkräften 10 Wikinger, okay. Kommen wir zum letzten, zerschlitze 100 Bärtige. Hm, okay.
Level 4. Wieder ein Raketinger und so ein normaler Bartdinger oder wie er hieß. 3500 Punkte ist unsere maximale Aufgabe. Die sind relativ schnell. Und gehen halt auch sehr, sehr weit nach. Sehr, sehr schnell nach vorne. Piu! Aber die kann man gut austricksen. Oder kann man ein bisschen voraussehen, wo die hinkommen. Aber knapp, muss ich gestehen. Okay, ich sollte erstmal abwarten, bis die Gegner alle da sind. Nice. Wieder einmal schön Energie kriegen wir pro Level. Was? Nicht volle Punktzahl? Ja, weil ich nicht so viele Multikills gemacht habe. Ich habe die zu einzeln besiegt, die Gegner. Das war nicht gut. Aber jetzt sehen wir auch, hier ist jetzt eine silberne Axt. Hier ist eine silberne Axt. Hilf mir, meinen Schatz zu finden. Da hinten ist er. Hab fertig, cool. Weiter antippen. Einen Blitz dazu bekommen. Nice. Ich wette, morgen finde ich noch mehr Schätze. Alles klar, so sollen wir immer auf der Map gucken nach weiteren Schätzen. Und hier seht ihr zum Beispiel nur eine Silberaxt, bei den anderen waren überall eine Goldaxt. Und hier muss man wirklich versuchen, über lange, lange Distanzen die Gegner zu töten mit der Axt. Zu besiegen, töten wir auch immer. Ja, Multikill bleibt mir nichts anderes übrig bei den Typen. Also, das schnell zu machen, weißt du? Ich weiß nicht, inwiefern sie dann bei mir sind, wenn. Ups. Okay, die Coins gehen auch relativ schnell weg. Das heißt, die muss man auch währenddessen auch einsammeln. 400er Multikill. Auf jeden Fall schon mal eine Mission abgeschlossen. Juhu! Na, ist das so ein Monster-Kill? 1500 Punkte dazu. Der war, glaube ich, nicht so übel. Bam! Jetzt haben wir auf jeden Fall hier alle Dings wieder bekommen. Sollte man auch wirklich versuchen, den Gegner immer mit den mehrfachen krassen Kills zu killen. So, was kann ich mit dem Gold machen? Gib mir mal irgendwie einen Hinweis. Eine Eisenaxt. Hier haben wir ganz, ganz viele Äxte später. Zersplittert die Seele. Lass es auf dem Schaffel krachen wie ein eleganter Elefant im Porzellanladen. Also ich glaube, die machen einfach nichts. Das sind einfach nur stylische Dinger. Hier können wir zum Beispiel unsere Kräfte aufrüsten. Rüste deine Eiskräfte auf einen Bonuswürfel. Also einen Bonusblitz kaufen. Für 250 könnten wir das kaufen. Es gibt verschiedene Skills. Blitz, Eis, Todesaxt. Das war's. Mehr Skills gibt's nicht. Die drei gibt's noch. Dann werden wir noch ganz kurz die restliche. Oh, jetzt gibt's drei Gegner. So ein Baumi. Jetzt brauchen wir noch 2000 Punkte als Aufgabe. Werden wir mal ganz kurz die 250. Oh, nice. Ich muss meine Axt durch das Feuer schmeißen, damit ich die Baumviecher kaputt machen kann. Setze das Lagerfeuer ein. Halte die Wikinger auf. Ja, das kenne ich nur zu gut. Weiter antippen. Weil ich glaube, das ist einfach nur ein. Ne, ich glaube, wir. Ich weiß nicht, ob wir das einsetzen müssen. Oder ob wir es einsetzen können. Ich probiere es mal. Okay, wir können sie so nicht bei uns besiegen. Wir können sie aber aufhalten damit. Aum. Bam. Njung. Ein Multikill. Nice. Nächste Dings fertig. Nächste. Checkpoint erreicht sozusagen. Mega Kill. Einfach mal ganz, ganz viele Schleifen fahren damit. Irgendwann natürlich hat er auch genug davon und dann lässt er das Ding automatisch los. Weil es einfach sonst das gesamte Feld cleart, wenn man zu viel Strecke hat. Und deswegen geht das Ding schon vorher los. Wir können jetzt unseren Dings aufrüsten, unseren Blitz. Hier haben wir das sowieso nicht, ist noch gesperrt. Kaufen. Bestätigen. Bam. Und deswegen hat jetzt einen Bonusblitz. Vier weitere gibt es also noch.
1, 2, 3, 4, bis wir halt hier oben beim Boss angekommen sind. Jetzt können wir auch mal ein bisschen die Blitze einsetzen. Ich denke, ein Level können wir noch machen. Ist relativ eintönig, muss ich sagen. Also relativ schnell wird es eintönig, muss ich gestehen. Können wir vernichten mit deinen Blitzkräften Gegner, machen wir. Na, ist sogar noch eine Killed. No, 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 komm schnell zurück. Ja, ist natürlich dann die Gefahr. Bam. wenn man das Ding zu lang hat, dass dann einfach die Gegner durchkommen, weißt du? Aber wenn natürlich so geil ist wie ich, dann passiert das natürlich nicht. Piu! Oh, er hat dich getroffen, alles klar. Erste Axt erledigt. So viele Gegner haben wir aber, glaube ich, gar nicht mehr. Wir sollten aufpassen. Piu. No, wunderbar. Noch einen schönen Multikill. Witzig. Ah, okay, doch, den kriegen wir. Tschu-tschu. Wunderbar. Die goldene Axt erreicht. Boah, ich bin so ein krasser Typ, ey. Unfassbar. So, wir kriegen wieder alle drei Kisten. Wieder, also, wobei es eigentlich nicht so viele Münzen sind. Also, es lohnt sich jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt die Kisten auf die Kisten zu zielen. Aber wieder ein Erfolg, nice. Man sollte mal lieber die Skills machen, weißt du? Die Achievements sollte man dann lieber versuchen zu erreichen. Fand ich damit einen Blitzkräften 750, 250 Wikinger. Nice. Ja, also, na, dass das X in Face gewesen ist, eine kostenlose App zumindest gewesen im Google Play Store. Wir könnten hier noch ach komm, da bin ich jetzt, da ist mein Ehrgeiz jetzt noch geweckt, die letzte Dings zu holen. Die letzte goldene Axt zu holen. Naja, quatschen wir uns, sondern mach hier. Boah, ich bin so ein krasser Typ, Alter. Guckt euch das an. Könnt ihr auch nochmal Blitz den Gegner kennen, ja? Ach komm, leck mich. Tschu! Ja, sogar ein Longshot, das ist ja der gute Vorteil daran, wenn man das über eine große Distanz macht. Gibt es halt noch einen Longshot-Bonus dazu. Ja, ich weiß nicht, wie ich hier bitte keinen Dings hinbekommen habe. Keine. Na, sag schon, wie heißt das? Keine drei Sterne. Machen wir noch einen kleinen Blitz. Bam! Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn wir. Ich probiere es gleich mal bei einem Level. Wenn wir. Okay, man kriegt nur die Kiste. Wenn wir einen Gegner durchlassen. Probieren wir es hier einfach nochmal. Wir lassen hier einen Gegner durch. Wir machen jetzt einfach mal gar nichts. Wir schmeißen die hinten hin. Juhu! Das ist mega witzig. Was passiert, wenn ich jetzt einfach mal durchlasse? Okay, man hat sofort verloren. Start. Start. Hauptmenü meint man damit wohl, oder? Ja. Interessant, man hat da also somit sofort verloren. Und hier seht ihr schon, Yellow Willows heißt die obere. Der obere Kontinent der Akto, wo ich bin, Daffodil Hill. Ja, meine lieben Freunde, das war's diesmal gespielt zu X All in Face. Coole App, muss ich sagen. Vom System her kannte ich bisher noch nicht so. Wer spielen möchte, Videobeschreibung sind die Links zum Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.